Wilhelm Heinrich Otto Dix, Jahrgang 1891, meldet sich im August 1914 wie so viele junge Männer seiner Generation zum Kriegsdienst. Nach Ausbildung am schweren MG ist er ab September 1915 bei der Feldartillerie und als MG-Schütze an der West- und Ostfront eingesetzt, so bis Dezember 1916 als MG-Schütze und Zugführer in der Champagne, an der Somme, im Artois und in Flandern, sowie 1917 an der Ostfront. Im Jahr 1918 folgt auf eine Verwundung die Beförderung zum planmäßigen Vizefeldwebel. Dix wird für seinen Einsatz für Kaiser und Vaterland mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Während des Krieges entstehen futuristische Zeichnungen und Gouachen, die das erlebte Kriegsgeschehen zum Gegenstand haben. Dix zeigt in ihnen, oft sehr schonungslos und direkt, die unmittelbaren Folgen des Krieges für die Soldaten. Er ist einer der wenigen deutschen Künstler, die den Ersten Weltkrieg fast ohne Unterbrechung an vorderster Front erleben. Zunehmend wird ihm hierbei deutlich, wie sehr dieser Krieg Menschen und Gesellschaft zerstört und in den Abgrund reißt. Eine Auffassung, die auch in seinem Werk nach Kriegsende sehr deutlichen Ausdruck findet. 1924, anlässlich des Antikriegsjahres, gibt der Kunsthändler Karl Nierendorf Dix Grafikmappe Der Krieg mit 50 Radierungen mit Motiven seiner Weltkriegserfahrungen heraus. Die Drucke der Mappe sind weder thematisch noch chronologisch oder geografisch geordnet, erscheinen so wie Erinnerungsfetzen, Erfahrungsfragmente, die einem Überlebenden immer wieder in den Kopf schießen. Der Betrachter findet Szenen trügerischer Friedlichkeit, unwirkliche Landschaften, Surreales, beinahe banal wirkende Beobachtungen oder blanken Horror. So bildet Dix die ganze Spanne der soldatischen Realität ab, ohne jedes Pathos, ohne nationale Begeisterung. Was bleibt, ist der Blick in die Abgründe dessen, was Menschen einander antun können. Dix selbst sagt über seine Erfahrungen: Auch den Krieg muss man als ein Naturereignis betrachten. Nicht die menschliche Verantwortung will er hiermit negieren. Vielmehr verweist er auf die Ohnmacht der Männer, die in die Stahlgewitter der Artillerie, in die Knochenmühle der Schlachtfelder geraten sind. Als Blatt Nummer 41 findet sich in Dix' Mappe der Druck Maschinengewehrzug geht vor, Somme, November 1916, auf dem wir eine Soldatengruppe sehen, die sich in loser Ordnung und mit schweren Waffen und Ausrüstung beladen langsam einen Abhang hinabbewegt, teils knietief in den Boden eingesunken, teils sich auf ihre Gewehre stützend. Rechts im Bild findet sich, wie ein mahnender Finger gen Himmel gestreckt, ein zerschossener Baumstumpf. Landschaft und Boden sind vom Kampf gezeichnet, aufgewühlt und zerpflügt. Das Gefälle ist übersät mit schemenhaft zu erkennenden Trümmern, Leichen und Körperteilen, auf die und durch die hindurch sich der Haupttross der Soldaten auf einer Diagonalen von links oben nach rechts unten durch das Bild bewegt, wobei sich einzelne Männer leicht aus der Gruppe lösen. Etwas rechts des geometrischen Bildmittelpunktes bewegt sich eine besonders enge Gruppe von drei Soldaten, von denen der Linke einem Soldaten im Vordergrund wütend hinterher zu brüllen scheint. Dieser wirkt kraftlos dahinsinkend, überladen mit Munitionskisten. Sein mutloses Gesicht wirkt leer, die dunklen Augenhöhlen beinahe wie die eines Schädels. Seine Bewegungsrichtung scheint von der der Hauptgruppe abzuweichen, so als wolle er sich von dieser absetzen. Wahrhaft individuelle und individualisierende Merkmale sind bei den Soldaten aber nicht oder kaum zu identifizieren. Sie erscheinen uniform, ihre Gesichter sind weitgehend durch Helme verdeckt, die Blicke auf den Boden vor ihnen gerichtet. Soweit dies erkennbar ist, haben alle Männer verbissene, verkniffene Mienen, die stark von der erlebten Situation gekennzeichnet sind. Die sie umgebende Landschaft wird vom Vorder- in den Hintergrund zunehmend heller bis hin zu einem neblig erscheinenden Weiß, von dem der Betrachter nicht sicher sein kann, ob er voll Rauch oder Gas daliegt. Sowohl Detailtiefe als auch Schärfe nehmen so ab, bis hin zu einer fast vollständigen Auflösung der Formen im Hintergrund. Dix arbeitet in diesem Druck in einer Radierung mit Flächenätzung. Die Technik ermöglicht starke, ausdrucksvolle Linienführung mit kurzen und heftigen Strichen, die teils auch grob expressionistisch gesetzt werden. Zwischen diesem tiefen Schwarz finden sich nur stark limitierte Zwischentöne. Der Künstler wählt einen flächenhaften Grauton ohne erkennbare Verläufe oder Gradationen, was zu harten Tonwertübergängen führt. Die Ätzungen schaffen, zusammen mit auf der Druckplatte wahrscheinlich weiß ausgewischten Flächen, hell-dunkeln Kontraste und einen flächenartigen Eindruck. Sie werden sonst nicht als modulierendes oder erweitertes raumschaffendes Mittel verwandt. Die Verdichtungen der formschaffenden Linien erzeugen in der Massierung einen flächenartigen Eindruck, sodass die Soldatengruppe als schwarzes Band das Werk in zwei gleich große Teile durchschneidet. Die Bewegungsrichtung der Soldaten von links nach rechts und abwärts wird so durch sich erweiternde, auseinanderlaufende Flächenformen unterstützt.
Auch die Dominanz abwärts führender realer Bildlinien, wie die der Soldatengruppe, des Hügelsaumes, der Gewehre oder des Baumstumpfes, aber auch virtueller Linien wie Blickrichtungen der Soldaten, weisen in diese Richtung. Das Hinausragen der getragenen Waffen und ausgestreckter Hände über das Bildformat hinaus verstärkt den Eindruck der nach rechts gerichteten Bewegung der Gruppe durch den Bildausschnitt hindurch. Das durch den Schnitt der Gruppe entstandene linke, untere Vordergrunddreieck erscheint flächentonal grau, sparsam versehen mit aufbrechenden Aufhellungen an Leichenteilen. Einzelne Soldaten treten indes durch starke schwarze Linienverdichtungen und Überlagerungen aus der Fläche hervor. Der Hintergrund ist gekennzeichnet von skizzenhaftem Duktus und fortschreitender Detail- und Tonalitätsabnahme. Linien, Flächen und Formbezüge werden in Richtung des Hintergrundes zunehmend aufgelöst. Die den Vorder- und Hintergrund trennende Soldatengruppe schafft so den Eindruck von Räumlichkeit und Raumtiefe bei eigentlich geringem Bildraum. Die höhere Detaildichte der Soldaten und der Fläche vor ihnen suggeriert, dass die weniger detaillierte Schlachtfeldlandschaft hinter ihnen ähnlich geprägt ist. Von Dicks gezielt gesetzte skizzenhafte Andeutungen stützen diesen beängstigenden Eindruck einer Todeslandschaft, der, so weiß der Betrachter, Gewissheit ist. Die in ihr verstreuten, mal klar erkennbaren, mal nur zu erahnenden und von den Soldaten nicht beachteten Leichen offenbaren Abstumpfung und Gleichgültigkeit der Soldaten gegenüber dem Tod anderer, aber auch gegenüber der eigenen Vergänglichkeit. So sind dann auch ihre verzerrten und anonymisierten Fratzen ein Ausdruck der Entmenschlichung des Einzelnen im Kriege. Ihre Abwärtsbewegung ein Symbol eines allgemeinzivilisatorischen Abstieges in die Niederung menschlicher Existenz. Dieser Trupp rückt nicht vor. Die ironische Diskrepanz zwischen der dargestellten Bewegungsrichtung der Soldatengruppe und dem Titel offenbart die negativ-zynische Betrachtung und Beurteilung des Krieges durch Dix.